Moin Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Nochmal eine kleine Erinnerung für euch. Das ganze Gewinnspiel für die drei Karten a 5 Euro PSN Guthaben laufet noch 10 Tage. Das heißt, ihr habt noch 10 Tage Zeit, einen der 10 Schritte zu erfüllen, damit ihr 10 Lose bekommt. Wenn ihr alle 10 Schritte erfüllt, gibt es 100 Lose. Es kostet euch nichts, ihr müsst euch nirgendwo anmelden, kein gar nichts. Ihr könnt einfach meinem Controller-Modder folgen, von dem ihr zum Beispiel Sonntag den nagelneuen Scuff-Controller geschenkt bekommt. Für Gamer von Gamer auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, ihr könnt mir auf Twitter folgen. Ihr könnt eneva.com irgendwo folgen. Ihr habt alle Optionen, die ihr wollt und habt damit die Chance auf 1 von 100 Losen, um eine von 3 PSN-Karten zu gewinnen im Wert von 5 Euro. Ganz viel Glück jedem Einzelnen und vielen Dank für den Support. Herzlich willkommen, ihr Schepperinos. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe gestern die Umfrage auf Twitter gemacht. Da könnt ihr mir auch super gerne folgen. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da habe ich das auch einmal kurz verlinkt für euch. Ihr habt gewählt, was für ein Video ihr heute sehen wollt. Wir sind jetzt schon 4 Monate vor dem neuen COD. Das heißt, jetzt kann man nochmal so wirklich die Sachen machen, die man schon länger mal machen wollte. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass ihr gerne das Thema haben wollt. Mit knapper Mehrheit. Ich mache alle 3 Videos aus der Umfrage, aber es ging mir um die Reihenfolge. Und zwar, was sind die besten Score-Streaks? Welche Kombos sind am besten für schlechtere Spieler, für bessere Spieler, für Pro-Gamer? Und deswegen werde ich euch heute die 3, ich sag mal, besten Möglichkeiten zeigen, die man so hat. Hier im ersten Teil habt ihr gesehen, ist natürlich die Möglichkeit, dass man Drohne, Vorräte mit Techniker und Konterdrohne spielt. Der Vorteil von dem Ganzen ist natürlich, wenn man vielleicht nur 2-3 Kills manchmal schafft, dann hat man die Möglichkeit, trotzdem eine Drohne zu erspielen, eine Konterdrohne. Das hilft dem Team, gerade in so kurzen Modi wie Team Deathmatch ist das hilfreich. Und man hat trotzdem die Chance, mit den Vorräten und dem Perk Techniker trotzdem vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn man was Schlechtes von den Vorräten bekommt, was Geiles irgendwie rauszubekommen. Statt einer Drohne vielleicht ein Kampfhelikopter oder ein Einsatzteam oder. Das Ganze ist in Verbindung mit dem Comstack-Gerät und Crash natürlich ideal, weil ihr mit dem Tech-Boost, mit dem Crash-Paket und mit dem Comstack-Gerät teilweise nur 2,5 Kills benötigt, um eure Drohne, eure Konterdrohne und eure Vorräte frei spielen zu können. Das kann ich nur jedem Einzelnen empfehlen. Sollte man wirklich probieren, wenn man so ein bisschen struggelt, viele Kills zu machen oder wenn man nicht richtig vorankommt. Die zweite Option, die wir haben, die seht ihr jetzt gerade, ist, wenn es vielleicht so kleine, enge Matches sind, wo man mit großen Streaks vielleicht nicht vorankommt. Man kann auch definitiv Drohne, Konterdrohne und die Hellstorm spielen. Ihr seht das hier. Das ist vor allen Dingen eine gute Klasse und eine gute Streaks vor allen Dingen für Leute, die so 4-5 Kills am Stück machen, aber jetzt nicht unbedingt auf Nuke-Streaks gehen. Obwohl es dafür auch möglich ist, weil ihr die Hellstorm wirklich dafür nehmen könnt, um euch auf der Map vielleicht ein bisschen Platz zu schaffen. Ihr könnt locker 3-5 Kills pro Hellstorm machen. Das ist die beste Hellstorm, die wir bisher in jedem COD eigentlich hatten, um ehrlich zu sein. So knappe Matches könnt ihr damit für euch entscheiden. Ihr habt die Drohne für euch, ihr habt die Konterdrohne für euch. Beides zirkuliert, wenn dann noch ein, zwei Assists dazukommen, sehr schnell zur Hellstorm. Und es ist wirklich für euer Team sehr, sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel seht, okay, wir haben keine Map-Kontrolle. Haut die Hellstorm in der Mitte der Map raus, haut 3, 4, 5 Gegner vielleicht damit weg, pusht ein bisschen nach vorne und ihr habt die Möglichkeit dann das Match zu gewinnen. Also für so Mittelplayer ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Und natürlich gibt es dann noch die Tryhard-Form. Ich sag mal, das, wenn ihr alleine spielt, ist bezielt wirklich die beste Kombi, die ihr nehmen könnt an Streaks. Wenn ihr alleine TDM spielt, Herrschaft, da ist der Modus fast egal für. Ausgenommen jetzt natürlich Suchen, Zerstören. Und zwar die Drohne, der Kampfhelikopter und das Einsatzteam. Ihr könnt das ein bisschen abwandeln. Die Option ist auch, statt Kampfhelikopter Sniper-Nest und statt Einsatzteam Thrasher, dann kriegt ihr das einen kleinen Ticken früher. Aber erste Empfehlung von mir, spielt Crash dazu. Crash ist der beste Spezialist im Game. Ihr unterstützt das gesamte Team. Ihr könnt dem gesamten Team Energie geben. Ihr könnt dem gesamten Team Munition geben. Ihr kriegt unglaublich viele Punkte. Ihr kriegt 25 Punkte mehr pro Abschuss damit. Wenn ihr jemanden nur anschießt und irgendein Teammate tötet ihn, kriegt ihr nicht 100 Punkte dafür, sondern 125 Punkte. Ihr habt die Möglichkeit, auf Plünderer zu verzichten und gerade hier in Black Ops 4, wo Kugelweste und Taktikmaske so unglaublich viele Sachen kontern, ist es schön, wenn man bei den Perks ein bisschen mehr Platz hat als üblich.
Und ihr seht hier, ihr kriegt mal eben 125 Punkte, einfach nur so, indem ihr eure Teammates auf 200 Leben heilt. Nicht nur, dass ihr dafür Punkte bekommt, sondern ihr kommt halt auch auf 200 Leben, was in gewissen Gunfights absolut dafür sorgen kann, dass ihr den gewinnt, anstatt ihn zu verlieren. Das Ganze hilft auch dabei, dass wenn ihr, sobald ihr die Drohne habt, nach 3 Kills meistens schon, und denkt dran, nehmt auch immer Ausrüstung, die ihr töten könnt. Das Ganze hilft dabei, dass ihr natürlich von der Drohne aus, sobald ihr seht, wo die Gegner sind, vielleicht ist eure Map-Awareness gerade einfach nicht vorhanden, vielleicht struggelt ihr ein bisschen, weil der Spawn sich gedreht hat. Die Drohne ist da wirklich hilfreich und ich kann jedem nur empfehlen, in jedem Klassen-Setup, egal auf was ihr spielt, ob Lethal oder Non-Lethal, das heißt, ob Drohne, Konterdrohne oder mit Killstreaks, die auch Kills machen, Drohne muss immer dabei sein. Dazu wollt ihr den Kampfhelikopter haben statt dem Scharfschützennest, das ist zumindest meine Ansicht der Dinge, aus dem einfachen Grund. Beide Sachen, also Scharfschützennest genauso wie Kampfhelikopter, sind 70 Sekunden in der Luft, wenn man davon ausgeht, dass sie nicht gehackt werden, nicht zerstört werden oder nicht angegriffen werden. Aber 70 Sekunden ist die normale Zeit, die beide Sachen in der Luft sind, aber der Kampfhelikopter kann eine größere Fläche sozusagen bombardieren, während das Scharfschützennest sich sehr in eine Ecke von einer Map verzieht, sobald einer der beiden Scharfschützen eliminiert wurde. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, nehmt den Kampfhelikopter. Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, der Kampfhelikopter kann von Zero gehackt werden, aber damit müssen wir diesem Game leider leben. Ich habe mich mittlerweile fürs Einsatzteam über den Thrasher entschieden. Das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen, das Einsatzteam kann euch wirklich hilfreich sein, wenn ihr auf Nuke gehen wollt. Aus dem einfachen Grund, ihr schickt das Einsatzteam einfach in die Richtung vom Spawn, wo ihr nicht seid. Das Einsatzteam macht locker 4, 5, 6 Kills in diesem Zuge und pusht das gesamte Gegnerteam weg von dem Spawn, wo ihr nicht seid. Und ihr habt die Möglichkeit, einen anderen Bereich der Map zu kontrollieren, während das Einsatzteam für euch sozusagen auf der anderen Seite die Arbeit macht. Dazu kommt, dass das Einsatzteam sehr, sehr geil, was es eigentlich ist, solche Sachen wie Stolpermin, Sucherdrohnen, alles mögliche an Ausrüstung, was irgendwo liegt, zerstört, angreift, genauso wie es Hunde kaputt macht. Es macht Barrikaden kaputt, es macht Stacheldraht kaputt. Das ist wirklich hilfreich. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit dem Einsatzteam sozusagen gegen vieles zu wehren, was auf der Karte liegt. Und ihr bekommt dafür teilweise noch extra Punkte. Also sehr, sehr angenehm das Ganze. Und ich kann jedem nur empfehlen, nehmt das Einsatzteam mit. Der Thrasher hingegen ist auch wirklich eine gute Streak mittlerweile. Aber es gibt zwei Aspekte, die mir persönlich sagen, dass ich ihn nicht mitnehmen möchte. Zum einen, er macht, sobald ein Kampfhelikopter in der Luft ist, deutlich weniger Kills als das Einsatzteam zusammen mit dem Kampfhelikopter. Und der Thrasher ist unglaublich laut. Das heißt, er ist so laut, dass ihr kaum die Möglichkeit habt, noch Dinge auf der Karte zu hören, was euch wiederum nicht dabei hilft, Kill zu machen. Ihr wollt hören, ihr wollt sehen, ihr wollt, das klingt jetzt komisch, aber ihr wollt auch ein bisschen fühlen. Das heißt, ihr wollt im Game sein und da ist der Thrasher nicht allzu hilfreich zu. Dazu kann ich euch nur empfehlen, nehmt ihr das Comstack-Gerät mit, genauso wie Crash. Ihr habt mit dem Comstack-Gerät wirklich mittlerweile die besten Karten. Es hat auch zwei einfache Gründe, die ich euch erklären werde. Zum einen ist es natürlich so, dass ihr mit dem Comstack-Gerät Streaks viel, viel schneller bekommt. Sie kosten teilweise bis zu 350 Punkte weniger. Das sind einfach mal 3,5 Kills. Und gerade weil in solchen Modi wie Stellung oder Herrschaft die Punkte für eine Stellung, die ihr einnehmt, oder Kills auf der Stellung, oder die Kills, die ihr zum Beispiel bei Herrschaft auf der Flagge macht, die sind in früheren CODs, zum Beispiel in Black Ops 3, wenn ihr da auf der Gegnerflagge einen Kill gemacht habt, dann habt ihr locker 200 Punkte bekommen. Hier ist das ein bisschen anders, ihr kriegt für diese ganzen objektbasierten Kills weniger Punkte. Das heißt, ihr solltet gucken, dass ihr mit dem Crash dann eben die Möglichkeit habt, statt so wenig Punkte zu bekommen mit dem Stimshot-Gerät, einfach mit Crash und Comstack viele Punkte sammeln. Und die Streaks sammeln sich Stück für Stück von alleine. Da braucht ihr gar nichts für tun. Das heißt, wenn ihr natürlich den Vorteil haben wollt, euch schnell zu heilen, dann kann ich verstehen, dass ihr sagt, Stimshot ist das Beste, was ihr nehmen könnt. Aber in diesem Game ist es ja so, wenn ihr euch gerade heilt mit Stimshot und währenddessen angeschossen werdet, müsst ihr trotzdem warten. Das heißt, ihr habt keinen großen Vorteil davon. Und oftmals habt ihr so und so gegen zwei Gegner gleichzeitig keine Chance, einfach weil einige noch Körperrüstung spielen, vielleicht noch von Crash 200 Leben haben. Da habt ihr kaum eine Möglichkeit, beide zu töten.
dann nehmt lieber Crash mit, nehmt lieber das ComSec-Gerät mit und geht voll auf die Möglichkeit, die Streak zu erreichen. Wenn ihr den Kampfhelikopter, das Einsatzteam einmal habt, dann seid ihr schon wieder kurz vor der nächsten Drohne. Und ich kann euch nur empfehlen, nutzt diese Streaks, die ihr da habt, um das Ganze wieder ein bisschen hochzuzirkeln. Das ist eine der besten Optionen, um in TDM, in Herrschaft, in Stellung, im Prinzip in jedem Modus, ausgenommen natürlich Suchen, Zerstören, viele Kills zu machen. Wir bekommen 10 Punkte pro Abschuss mit dem Kampfhelikopter und 10 Punkte pro Abschuss mit dem Einsatzteam. Wenn ihr sagt, dass der Kampfhelikopter im Schnitt 6 Kills in der Runde macht, was schon relativ wenig ist, aber es gibt ja manchmal Maps, da ist es einfach so klein, und dazu macht euer Einsatzteam 6 Kills pro Runde, dann habt ihr schon 120 Punkte nur mit den beiden Sachen. Nicht davon zu reden, dass ihr währenddessen euer Crash-Paket irgendwo hinwerft, was heißt, ihr bekommt wieder 4x bzw. 5x 25 Punkte, wenn die Teammates die Sachen nehmen. Das sind schon mal 250 Punkte, ohne dass ihr irgendetwas tun musstet, außer die Streaks einmal zu spielen. 250 Punkte mit dem ComSec-Gerät und dann macht ihr noch einen Kill und schon habt ihr die Drohne und wisst ihr, wo die Gegner sind. Das ist für mich auch die beste Option, um auf Nuklears zu gehen, aus dem einfachen Grund, dass die Drohne und Konterdrohne den Hater nicht ersetzen können. Das heißt, wir mussten uns hier natürlich dran gewöhnen, ohne den Hater zu spielen. Wenn ihr auf Streaks gehen wollt, wenn ihr auf Nuklears gehen wollt, nehmt die High-Kill-Streaks mit, nehmt das ComSec-Gerät mit. Ich sehe kaum noch jemanden, der ohne spielt. Und wenn es mit der Nuklear nichts wird, habt ihr noch einen Vorteil. Es macht einfach deutlich mehr Spaß, um ehrlich zu sein. In dieser Runde habt ihr das hier zum Beispiel gesehen mit den High-Kill-Streaks. Wir haben, glaube ich, am Ende 60 Kills gemacht, ohne große Probleme. Und wenn ihr nur mit Drohne, Konterdrohne spielt und ihr schafft den Duke nicht, dann habt ihr so Runden, da verliert ihr den TDM alleine, weil es plötzlich 30 zu 3 für euch steht, aber euer Team verliert. Ihr habt weniger Spaß, ihr habt weniger Erfolg, 68 zu 6 sogar. Deshalb, Leute, kann ich euch nur empfehlen, habt Spaß bei dem Ganzen, nutzt die Highstreaks, es sind wirklich die besten im Game. Wenn euch das heute gefallen hat, wenn es euch vielleicht ein bisschen geholfen hat, wenn ihr einfach gerne bei Shappy zuhört, lasst ein Like da, ich würde mich drüber freuen. Lasst gerne noch ein Abo da, ganz, ganz knapp zu den 10.000, lasst uns das gerne voll machen. Ich würde mich drüber freuen. Ich bin raus für heute, haut rein.